Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Wir haben ja noch ein bisschen Nacharbeit. Wir müssen hier noch Saatgut aussäen. Da habe ich leider verpennt, das rechtzeitig denen mitzuteilen, was hier drauf soll. Das ist mir irgendwie durchgegangen, das Feld. Und entsprechend haben sie nichts gemacht. Ich habe es dann am letzten Tag jetzt noch eingestellt, aber das war dann zeitlich einfach zu knapp. Das haben die nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Einen Großteil haben sie geschafft, aber halt so ein Viertel ungefähr nicht. Das müssen wir jetzt halt nacharbeiten. Aber das kriegen wir hin. So. Und dann war da hinten noch. Da war noch das Flachsfeld, was nicht fertig war. Das, denke ich, sollten sie aber eigentlich geschafft haben. Kommen wir da drüber? Ah, das sieht gut aus. Ja. Jawohl, das haben sie geschafft. Sehr schön. Den würde ich hier, glaube ich, gerne tatsächlich... Oh, nee, nicht den. Den hier. So, so wird er dann. Das ist besser. Jetzt gehen wir aber erstmal pennen. Haben wir gar nicht so viel geschafft in Frühling über, ne? Aber wobei doch, dadurch, dass halt die Zäune jetzt dazwischen kamen, viele neue kleine Zäune gezogen. Und einen schicken Kräutergarten haben wir erstellt. Ein schickes Kräutergärtchen. Mit den neuen Zäunen. Doch, das ist... hat was. Hier müssen wir auch noch die ganzen Mauern und so fertig machen. Ja, hier haben wir auch Zäunchen gezogen. Hier würde ich auch noch Laternen hinmachen. Aber Moment, erstmal waschen. Wir gehen nicht dreckig in die neue Jahreszeit, ne? Wo kommen wir denn da hin? Da verpasst uns unsere Frau einen Tritt, dass wir aus dem... wenn wir so ungewaschen ins Bett kommen. Das geht ja gar nicht. Nicht wahr, Schatz? So, dann auf in die nächste Jahreszeit. Bin mal gespannt. Oh, ein fahrender Händler besucht eine Siedlung. Er präsentiert dir seine Waren und erzählt dir Geschichten über die fernen Länder, die er bereist hat. Außerdem sagt er, dass er dir ein paar Tricks beibringen könnte, mit denen du bessere Geschäfte machen könntest. Für einen Preis, versteht sich. Zeig ihm, dass du mehr weißt. Ja, das kann ich natürlich nicht. Ich würde sagen, wir können seine Ratschläge gut gebrauchen. 200 Münzen kriegen wir hin. Antwort wählen. So, du hast ein paar Dinge darüber gelernt, wie man andere mit Worten für sich gewinnen kann. Du verbesserst dich in Diplomatie. Plus 500 Fertigkeitspunkte, sehr schön. So, neuer Tag, neues Glück. Oh, Schatz, sie hat eine Quest. So, jetzt muss ich aber gerade mal... Oh, was ein schöner Tag wieder. Ich liebe den Ausblick hier. Den genauso, by the way. Das müssen wir hier gerade ein bisschen managen, ne? Das ist ja das Erste, was wir in den Jahreszeiten tun. Oder was ich in den Jahreszeiten tue. So, jetzt haben wir natürlich einmal Dienstleistung Bauhütte. Die... kann hier natürlich jetzt mal wieder loslegen und alles auf Vordermann bringen. Aber die hat es ganz gut zu tun. Okay, das wäre erledigt.
dann müssen wir natürlich die Kräuterhütten umändern, weil hier 30% Speisemorcheln ist nicht mehr. Da gehst du hier mal auf 5% runter. Hier mal auf auch auf 5%. Oder 10. Dann kannst du Disteln. Wir gehen hier auf 5% runter. Disteln und Bilsenkraut sammeln. Tollkirschen. Und Beeren natürlich. So, der nächste. Hier genauso. Auch keine Speisemorcheln mehr. Es hat sich ausgemorchelt. Dafür hier gehen wir auch runter. Ja, die Tränke darfst du noch gerne machen. So, auch hier du darfst mal 15% von denen sammeln. 20 Tollkirschen und den Rest auch Beeren. Okay, das ist überschaubar. Machen wir das mal weg. Ich würde schon gerne wenigstens 100 Beeren machen. So, ist gut. Okay, Kräuterhütten haben wir. Dann haben wir hier natürlich haben wir neue Hühner. Wir haben 2 männliche Küken. Ich habe 3 Hähne. Wie alt werden denn die? 6,25. Der eine ist 3, der andere 2,5 und der Heribert ist alt. Dann lassen wir einen Hahn vielleicht da, den hier verkaufen wir. Und du heißt dann Nächster. Ist nicht vielleicht unbedingt ein richtiger Name, aber heißt einfach so. So, und du heißt wie könnten wir dich nennen? Mia. Haben wir schon eine Mia? Ich weiß es nicht. Eine Maria haben wir, aber keine Mia. Das ist okay. So, dann Gänse. Ist nichts Neues. Schweine ist leider auch kein neuer. Aber es dauert auch ein bisschen, glaube ich. Schafe. Haben wir auch keinen Nachwuchs. Ich glaube, wir sind auch voll, ne? 36, 12 pro Stall war das. Ziegen ist nichts Neues. Wir haben einen Kalb. Aber ein männliches Kalb, das brauche ich leider nicht. Ich brauche eine Kuh. So, Pferde und Esel hat sich auch nichts getan. Was macht's? Was ist mit meinen Leuten? So, wir haben 2 18-Jährige. Die Mederika, das heißt, die kriegt ein eigenes Haus. Und einen Job braucht sie natürlich, ne? Die ist gut in Dings. Ja, sie hat aber Jagd 4. Wir brauchen noch eine Jagd. Wir haben eine freie Jagdhütte. So, sie kriegt natürlich mal ihr eigenes kleines Häuslein. Mederika, genau, und sie ist Jägerin. Jagdhütte, wo haben wir sie denn? Da. So, passt. Muss ich gerade mal noch benennen. So, das ist mir. Achso, Moment, ich kann ja. Den anderen Dude hier jetzt gleich noch. Wir haben ja jetzt noch einen zweiten. Wir haben jetzt noch einen Kerl, der Sipraf.
Den können wir ja eigentlich gleich zu ihr hier packen. Die zwei sind im selben Alter, das passt. So, was kann er denn? Er ist guter Landwirt. Dann sollten wir mal gucken, ob wir noch einen Landwirt an Feldschuppen haben wir auch noch einen Platz frei. Sehr gut, dann kommt er dahin. Passt. So, dann kann ich das Haus jetzt gleich entsprechend benennen. Das ist dann Sibraf mit IE und W am Ende und Mederika mit Y. So. Nein. Sibraf und Mederika. So. Haben wir jetzt noch ein Haus frei? Wo sind Sibraf von Mederika? Wo haben wir sie? Die wohnen da oben, das ist gut. Da hat sie es nicht weit zur Jagdhütte und er hat es auch nicht so weit zum Feldschuppen. Ja, für die zwei Damen. Was? Einfaches Haus Tybalda? Nee, da wohnt die doch gar nicht. Das Haus ist leer. Moment, eigener Name. Da habe ich mich irgendwie vertan. So, hier wohnt die Tybalda. Okay, dann haben wir noch zwei Häuser frei. Gut. So, machen wir hier weiter. Dann haben wir die Gerada. Die ist 14 geworden. Das heißt, sie braucht einen Ausbildungsplatz. Und die muss. Marktstand leveln. Marktstand für Kleidung. So. Dann haben wir den Lutebohr. Der braucht Crafting. Bienenstock, das ist Landwirtschaft. Feldschuppen ist Landwirtschaft. Habe ich irgendwas mit Crafting? Küche. Küche ist sehr gut. Wieder Koch. So. Dann haben wir Lech. Bist du männlich oder weiblich? Lech ist männlich. Okay. Der bräuchte Markt oder Landwirtschaft oder Überleben. Markt, Landwirtschaft oder Überleben. Landwirtschaft hätte ich was frei. Markt, Landwirtschaft oder Überleben. Also es wäre dann Kräuterhütte, aber die sind beide belegt. Wie sieht es mit der Fischerhütte aus? Ist auch belegt. Ich glaube, dann kommst du auch in die Landwirtschaft. So ist der auch versorgt. Ginga, die ist erst 13. Haben wir Nachwuchs? Ja, Agnes, das heißt, die Astrid ist jetzt raus. Astrid ist dann jetzt Mutter, wenn ich das richtig sehe. Moment. Könnt einfach nach Name sortieren, ne? Wäre vielleicht einfacher. So. Jawohl, Astrid ist jetzt Mutter. Die war. Was war denn die? Die hatten wir hier, glaube ich, irgendwo. Die hat irgendwo in eine. Der Näherei oder irgendwo gearbeitet? Ich weiß es gerade gar nicht. Ach so, das heißt, dass es meins ist, ja. Produktion. Ich glaube, die war hier in der Näherei mit drin. So, ach so, dann kann ich hier auch die Scheune jetzt gleich noch umstellen. Die können jetzt nämlich wieder. Leinsamen produzieren. Und Hafer. So, das haben wir auch. Passt.
Ja, dann schauen wir doch mal, was unsere Liebste hier hat. So, was beschäftigt dich? Ich würde so gerne mondlich nackt tanzen. Ja. Wären da nicht diese verdammten Mücken und die nette Nachbarschaft? Wobei, wir haben ja noch gar nicht so viele. Wie steht's um unser Königreich? Gebäude verfallen? Ja, ich unternehme was dagegen. Wie geht's meiner wunderbaren Familie? Ich wollte gerade nach dir suchen. Es gibt etwas, bei dem ich Hilfe bräuchte. Okay, um was geht's? Ich bin heute ein bisschen durch unsere Siedlung spaziert und es gefällt mir gar nicht, wie leer alles aussieht. Was? Es kommt mir so tot vor. Jeder kann arm oder langweilig sein, aber beides gleichzeitig ist einfach zu viel. Wir sind weder arm noch langweilig, noch ist die Siedlung tot, aber... es ist schwer, dir dazu widersprechen. Vielleicht würde es schon einen Unterschied machen, ein paar Möbel im Dorf zu stellen. Welche, das überlasse ich ganz dir. Ich vertraue auf dein handwerkliches Geschick und dein Auge für das Schöne. Das ist eine gute Idee. Ich mache mich gleich mal ans Werk. Dann platzieren wir mal 5 Möbels. Hier könnte ich noch eine Bank hinmachen, ne? Jetzt brauchen wir mal... Jetzt brauchen wir mal Stämme vor allen Dingen, würde ich sagen. Ich liebe Stammmöbel. Stämme. Nehmen wir mal 20 mit. Möbels. Da haben wir schon Möbel. Da haben wir auch welche. Muss mal gucken, wo wir noch schick welche. Da hinten könnten wir noch irgendwo, ne? Hier würde, glaube ich... Ach, hier ist, glaube ich, ein Platz für ein Haus. Ja. Könnten wir hier noch? Das geht. Ein Möbels. Zwei Möbels. Dann machen wir hier noch ein 3 Möbels draus. So. Sehr schön. Können wir hier eigentlich so ein Baumstammhocker, einfache Holzschemel. Das wäre noch eine Überlegung, ob wir sowas dahin machen, ne? Brauchen wir Bretter und Stöcke. Bretter und Stock. Naja, eins ist vielleicht doch zu wenig. So. Ich hatte gehofft, aber das passt nicht. Hier könnten wir aber noch gemütlich... Mit Blick auf Dings, dass wir da auch nochmal so eine Insel hier hin machen. Oder ich mache hier. Kann ich hier Bänke reinmachen? Ja. Sehr schön. Perfekt. Das ist doch der perfekte Ruheplatz hier.
tot und langweilig, nennt die das. Ich muss doch bitten. Ich muss doch schon sehr bitten, Madame. So, meine Liebe. Und wie sieht's aus? Ich bin fertig. Du hattest recht. Unsere Siedlung sieht jetzt wirklich viel einladender aus. Es ist wunderbar geworden. Ich hoffe, es hat dir nicht zu viel Arbeit gemacht. Nein, gar nicht. Etwas Schweiß, ein paar Splitter, aber das war es wert. Du hast es wirklich hervorragend hinbekommen. Wie immer. Ich kann es kaum glauben, dass ich so einen großartigen Mann verdient habe. Ha, du hast das beste Angebot auf dem ganzen Heiratsmarkt erwischt. Ja, keine Frage. Die meisten Angebote dort haben ohnehin keinen Knacks weg. Kannst du dir vorstellen, dass mir einmal ein professioneller Würfelspieler einen Antrag gemacht hat? Welcher erwachsene Mann spielt denn bitte Spiele? Ich? Und ist sogar stolz drauf. Ich? Wie kindisch. Sicher, ich gehe dann mal wieder. Ja, sie kann das sogar sehen, was wir da gebaut haben. Passt. So. Kehrischen. Flop. Sehr schön. Sie arbeitet, auch gut. Da hinten ist ja jetzt dann die neue Jagdhütte. Da haben wir auch schon eingestellt, was dort gemacht werden soll. Also die Kirschen und das Obst und so bringen wir gerade mal weg. Birnen. Achso, vielleicht sollte ich hier einfach filtern. Dann geht das einfacher. Hier machen wir auch gerade mal leer. Bretter, Holzstämme, Fiole, rote Beetesamen brauche ich natürlich nicht mehr. Und die Säckchen können wir auch zurücktun. So. Dann... Kannst du mir doch bestimmt sagen, gerade. Wie läuft das Leben? Ist dir was Interessantes zu Ohren gekommen? Hornika, ich habe gehört, dass dort jemand eine Aufgabe für dich hat. Okay, dann gehen wir da mal gucken. Ich wollte ja versuchen, dass wir das möglichst mehr so die Richtung jetzt machen, dass wir uns halt durchfragen, wo Aufgaben sind. Weißt du auch noch irgendwas? Hast du noch irgendwas gehört bei Nadetta? Ist dir was Interessantes zu Ohren gekommen? Hornika, okay. Have a good day. Haben wir? Ganz sicher. Den haben wir. So. Ach so, ne. Was will ich denn bei dir? Ich will doch gucken. Oh. Lass mich raten, die Näherinnen-Quest. Kann ich dir bei etwas helfen, meine Liebe? Nein, ich bin kein Kunde. Ja, es ist die Näherinnen-Quest. In Ordnung, wir kümmern uns drum. Gespräch beendet. Lubomira. Ach, das ist die in Branica. Ist hier noch jemand mit einer Quest? Hi, Wildruder. Ist dir was Interessantes zu Ohren gekommen? Gustovia, dorthin solltest du gehen. Angeblich gibt es dort jemanden, der deine Hilfe braucht. Okay. Hier scheint sonst keiner zu sein. Das heißt, wir müssen nach Gustovia und nach Branica. Dann gehen wir doch mal. Da sollte ich Zeit für haben. Wir haben jetzt 11 Uhr. Achso, jetzt sehe ich auch schon, dass wir hier noch Quests haben. Ja, gucken wir halt doch. Branica, genau, da müssen wir hin. Denica, Jeserica,
Vielleicht müsste ich hier mal so eine andere Ansicht nehmen, wo die Quests nicht drin sind. Einfach auf Häuser. Das wäre eine Idee. Ich muss mal gucken, ob die Einstellungen beibehalten werden, wenn man die Map öffnet. Also wenn ich das Spiel neu lade und die Map öffne, das dann so bleibt. Weil ich finde das schon schön, wenn man sich dann so durchfragt, ne? Wo sind denn hier, wann, wo sind welche Quests und man hier oben, klar, das macht natürlich Sinn, dass man das sieht. Sonst findet man die ja auch nicht. Aber dann, ja, dann kümmern wir uns heute vielleicht noch um die zwei hier. Und gehen dann morgen noch Gustuvia. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Eine ist dort. Ist die hier unten? Hi, Nistek. Kann ich dir bei etwas helfen? Du möchtest wie ein Erwachsener tun, genau. Ja, das kennen wir. Okay, kriegst, was du willst. Was hätte er denn gerne? Zwei Holzspeere. Jetzt habe ich schlau Fuchs natürlich gerade die Holzstämme weggepackt. Zwei Holzspeere. So. Holzstamm. Habe ich Holzspeere? Das könnte ich vielleicht gerade mal gucken. Ne, haben wir nicht. Holzspeere. Beziehungsweise Holzstämme in dem Fall. Dann machen wir die gerade mal. So, dann kriegt er die jetzt. Der kleine Schlauberger oder Schlaubub oder... Speere sind nicht das ideale Spielzeug. Manchmal wollen sie Hammer, die sind noch okay. Speere sind vielleicht... So, ja. Hast du, was du willst, aber denk an meine Worte. Pass schön auf. So, dann gucken wir gleich mal. Ich glaube, hier ist die nächste drin. Gottfried. Radomir. Was kann ich denn für dich tun? Du könntest meine Hilfe gebrauchen, das ist gut. Du möchtest auf die Jagd gehen, das ist perfekt. Du bist ein Jäger. Okay, dann gucken wir mal, was du gerne hättest. ...16 Kupferpfeile. Okay. Da müssen wir an die Schmiede. ...16 Pfeile herstellen. Das heißt, wir brauchen... ...ich glaube 4 Kupferbarren. 20 Stöcke, 20 Federn. Wenn ich nicht ganz falsch liege. So. Und ich meine, es wären 4 Kupferbarren. Bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht sind es auch nur 2. Und 20 Stücke. So. Wir haben noch 12.000 Kilo frei, das ist schon mal gut. Und ich muss nachher mal einen Blick riskieren, wie es mit Wasser ausschaut. Hier sind auch schön die Bäume, ich mag das. So, hi Nikola. Dürfte ich da an den Amboss? Das wäre super. Ich danke dir. So, Kupferwaffen. Kupferpfeile.
Genau, 4 Kupferbarren. Hatte ich das richtig in Erinnerung? So, liefern wir mal ab. Da müssen wir mal gucken, was die... Ich kann auch gleich mal gucken, was die zwei da oben sind. Wo klemmt es denn? Scheune. Was fehlt euch? Hafer. Macht Sinn, weil der wächst ja im... Der ist ja erst im Herbst reif, ich Nudel. Dann machen wir mehr davon. Das macht durchaus Sinn. Ich räume die jetzt nochmal wieder rein. In der Hoffnung, dass sie jetzt tatsächlich... Mann, das sehe ich dann erst in der übernächsten Folge. Und die nächste nehme ich jetzt noch... Mit diesem... Also, ohne Neuladen auf. So. Pflaumen muss ich mal irgendwann noch aufheben. Die liegen unten, der Korb auch. So, weil ich habe den Eindruck, zumindest die Messer bleiben da, wo sie sind. Vielleicht ist das der Fehler weg. Das wäre natürlich schön, weil dann könnte man mal wieder richtig Deko machen, ohne dass man Angst haben müsste, dass einem das immer alles wieder verhagelt. Hier gehen Apfel weg. Hab ich. So. So. Weil wenn das jetzt gefixt wäre, dann würde ich die Pflaumen auch noch wieder aufsammeln. In welcher Form auch immer, dass ich da dran komme. So, dann gehen wir jetzt mal abliefern. Falsche Jagdhütte, ich Nuss. Da drüben war das doch. In der Jagdhütte, hier hinten war das doch. Brauche ich gar nicht so weit nach vorne gehen. Also da vorne in die Jagdhütte gehen. So. Hi, Radomir. So, hier sind deine Pfeile. Und gute Jagd. Dann würde ich mal gucken, dass wir das Inventar mal was leer machen. Fleisch. Achso, hier habe ich gar nichts. Hier noch irgendwas? Kupferpfeile, genau. Die habe ich ja gerade gemacht. Kupferhammer könnte ich mal einen einpacken. Der wird ja auch gerne gefordert. Und Flachs sollte ich mir mal einpacken. Dass wir da wieder was im, bei uns im heimischen Dings haben. Kupferhammer. Die werden ja auch sehr gerne gefordert. Ich habe 125 Fischbeere. Okay. So, Kupferhammer.
5 Erz und 4 Wolle nehmen wir auch mal mit, dass wir die Sachen dabei haben. 5 Eisenerz. Oh, da muss ich glaube ich wieder mehr produzieren. 4 mal Wolle. 5 mal Wolle, vorsichtshalber. So, dann haben wir zumindest mal so die gängigsten Sachen dabei. Lebensmittel wollte ich noch wegpacken. Und nach Wasser wollte ich gucken, genau. Kann mal einer sagen, was ich hier mache? Eisenerz da rein, das macht so gar keinen Sinn. Fleisch, so. Wie sieht's mit Wasser aus? Haben wir im Moment erstmal noch ein paar. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Dann, was macht mein... Eimer mit saurer Milch. Da könnten wir vielleicht mal ein bisschen Quark produzieren. Gehen wir zum Mutti. Gehen wir zum Mutti ins Haus. Können wir da auch mal wieder Hallo sagen. Hi Mama. Hallo da. Hi Söhnchen. Ist dir was Interessantes zu Ohren gekommen? Tschüss Erika, dahin solltest du gehen. Okay, was beschäftigt dich? Zweifle nie an dir, nur weil jemand versucht, dich schlecht zu reden. Manche Leute sind einfach Plagegeister. See you soon. So, ich muss jetzt gerade mal ein bisschen kochen. So, wir machen 91 Quark. Das halte ich für ein Gerücht, glaube ich. So viel werden wir nicht machen. Aber ein bisschen lasse ich jetzt gerade mal durchlaufen. Ja, beende dann an dieser Stelle auch die Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.